Moin moin, hallo und willkommen zusammen, der Sheriff mal wieder hier. Und heute begrüße ich euch mal wieder zu einer neuen Episode von Sniper Squad. Der Hering und meine Wenigkeit hatten richtig Bock zu snipern, also sind wir mal losgezogen. Wieder in Battlefield 3, wir haben quasi eine Münze geworfen, welches wir spielen, und wir sind bei Battlefield 3 gelandet. Auf der Insel Karg, und unser Loadout ist dieses Mal identisch. Der Brathering mit einer L96 und 8-fach Scope, und ich auch. Ansonsten auch eine Magnum und alles, was dazugehört. Wir versuchen uns möglichst gut zu ergänzen. Wir trennen uns auch zwischendurch mal, um die Map möglichst gut abzudecken. Als wir in die Runde reinjoinen, wie ihr gut sehen könnt, sind quasi alle Punkte weg und wir müssen das Spiel rumreißen. Das werden wir also versuchen und wir geben dabei kräftig Gas. Beim Zuschauen wünsche ich euch viel Spaß. Bis später. Nein! Ich hab's gehört. Nein! Vor allem 3 Meter vom Ziel, da liegen da Minen. Ach, ich dachte, komm, fährst du in die Halle rein. Und dann ist gut. Oh, aber ich fliege schon Granaten. Spawn bitte bei mir. Bin dabei. Hinter uns kommt einer. Von der anderen Seite. Hier. Aus deiner Richtung. Okay. Unten. Ja, ich seh's. Da kommt hier rein. Der Rött läuft nach hinten. Na komm. Oh, der trifft gar nichts. Och Mann. Oh, ich hab aber auch gefailt. Aber der Typ hat gerade ein ganzes Magazin entleert, ohne mir einen Treffer zu geben, glaube ich. Toll. Einen habe ich. Brauchen wir dir. Hab einen. Einer ist wieder da. Oh. Hätte ich grad haben müssen. Ja, Havoc hat mich. Oh, der. Okay. Wir haben einen Profi. Er sieht nicht verfeilt aus, was er da tut. Aber er stellt jetzt mal ganz wichtig Spawnbiegen auf. Ja. Immerhin. Ich hab wahrscheinlich nur gesehen, oh, Sniper-Spot, da muss ich unbedingt rein. Map. Ja. Er hat mich gesehen. Jo. Ah, Kill Assist. Jeep vorgefahren. Typ. Na, ey. Spawn aber auch hier nicht. Mitten in der Halle. Treffer, hab ihn. Noch einer draußen gespottet. Hat mich gesehen. Ist in der Halle. Wir haben kurz gesehen, aber kein Schussfeld. Hab ihn. Gut. Och Gott! Wer spielt irgendwie mit. Was spielt der? Ist UMP, das? UMP. Und der schießt auf den Boden hier! Ja, sicher. Was ist das? Bei dir unten. Hab ihn! Ich hab auf 25. Gut getroffen, oder? Ja. Ah, ich hab durch einen ganz schmalen Spalt erwischt. Zwei Mann? Irgendwas war ja noch. Hier, bei mir zwei. Ja, ich weiß, ich treffe nicht. Einen hab ich. Den anderen hab ich. Ah. Ja. Das ist so ein Panzer hier draußen. Lass uns sie verpissen, aber ganz schnell. Ja, ich hab mal eben noch das Boot weggemacht, was da. Der Jeep steht da unten so breit wie ich. Achte auf Minen, bitte. Ich versuch's, aber. Da liegt eine Mine. Aber wir haben kein C4 bei. Leider nicht. Bin ausgestiegen. Über einen Typ. Da läuft er. Angeschossen. Jetzt sind wir Wand hier bei dir. Ah! Jo, hab ihn. Ich treffe schlecht. Ja. Guck mal, kaum sind wir da, gucken wir auf die Punkte. Ja. Was ist der am Ruckeln, ne? Irgendwie.
drüben in dem Haus. Da, rechts von dir, Vorsicht! Oh, Mann. Ich werde die ganze Zeit vom gleichen Typen geholt, die ganze Zeit. Ich hatte extra hier gestanden, weil die Situation so unübersichtlich war. Ich wollte nicht über die Straße rennen. Das war von mir. Läufst du los? Ich bin immer zielstrebig. Ich bin immer. Zielstrebig oder leichtsinnig? Ah. Oh. Hinter dir? Der ist aber auch schmerzfrei gewesen. Oh. Ja. Einen habe ich angeschossen, den rechten. Den hab ich. Einen habe ich. Panzer von hinten. Kommt plötzlich. Panzer von hohe Geschwindigkeit. Oh, Kinders. Ah. Wow. Ich sehe das gerade. Wow. Geh hinter die zweite. Ah. Kann man nicht spawnen. Panau, letztendlich wurde ich durch irgendeinem 16 von irgendwo her erwischt. Was macht eigentlich unser Squad-Kollege? Squad-Kollege. Aber wir nutzen ihn jetzt einfach mal als Squad-Perk-Lieferanten. Ja. Alter, wird schon wieder. Cover Suppression. Nur oh, mehr Suppression, was auch was soll's. Noch ein bisschen mehr Nerven. Das ist eigentlich das. Ich hab's, glaube ich, schon mal irgendwann gewusst, aber. Wenn man Suppression auswählt, dann macht man dann schneller Suppression oder macht man insgesamt mehr? Wahrscheinlich schneller. Wahrscheinlich pro Schuss ein bisschen mehr. Ja, genau, das meine ich ja. Das meine ich mit schneller, sozusagen pro Kugel Edition. Wo ist er? Ich sehe den lauter Staub nicht. Oh, nein. Das war klug von dir. Der greift mich anders. Hinter mir! Ich spawn die ganze Zeit bei dir, hast du direkt eine Kugel im Kopf. Ich hab mich aber auch gerade gewundert, wo die jetzt gerade herkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und du läufst aber so lustig rum und nichts passiert? Oh. Ganz entspannt. Ja, es war übrigens an den Silos. Einen hab ich erwischt hier gerade, den einen, der dich erwischt hatte. Ne, der kam von den Silos, von einer Richtung, nicht von Charlie, okay. Aus. Okay. Der dich erschossen hat. Da ist einer. Hab ihn angeschossen, den Supporter. Einen habe ich auch noch angeschossen. Hab ihn. Und ich bin wieder weg, vom gleichen Typen. Ja, der steht jetzt hinten an, bei Echo. Hier hinten an der Ecke. Hier sind aber noch Typen in der Nähe. Der. Ah, nein, 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 nein. Da kommt einer. Ja. Ah, ja. Ist jetzt hinter dir. Doch, ist er wieder. Hab ihn angeschossen. Hab den Typen auch bei Echo angeschossen. Beide angeschossen. Hab einen gekillt. Da kommt viel jetzt. Da kommt sehr viel. Ja. Ein weniger. Zwei weniger. Drei weniger. Noch einer? Ah, hier. Okay. Danke. Nein! Okay. Scheiße. Woher? Eh, hinten am Spawn. Er ist die ganze Zeit dieser Booster. Der hat mich schon zweimal erwischt. Ja, ich war mir gerade so sicher. Ich spawn mal kurz bei B und mache den Mörser da weg. Der sitzt da, ganz eklig. Bin ich hier? Okay, alles klar. Wo ist der Typ? Der muss da vorne irgendwo sein. Oh, schade, der ist schon weg. Ja, echt interessant, wie wir jetzt aus dem
quasi Base Rape. Das ist unglaublich, diese Wängel, wo die überall hängen. Was macht ihr denn alle hier? Hey, LX90 Service da. Wunsch, OB wird eingenommen. Ich hab Besuch hier, aber kräftigst. Ja, aber bis zum Mörder bin ich gar nicht gekommen. Da waren so viele Sniper bei B. Ich finde es mal lustig in der Killcam, wenn du immer die Nachladeanimation und Schießen gleichzeitig hast. Ja, das stimmt. Das Problem ist aber auch schon so alt wie Battlefield 3. Ich weiß gar nicht, ich glaube bei Bad Company 2 gab es das nicht. Da war das noch synchron. Wow. War das ein Mörser? Oder Tank? Keine Ahnung, weil es hat irgendwie laut gekracht. Kann sein, dass es ein Mörser ist, weil er ist ziemlich hier hinten. Ja, der ist am Böllern. Ah ja. Ich push den mal. Der hat nämlich gerade mich fast erwischt. Ich stand mitten in der Explosion, habe irgendwie zum Glück nichts verloren, war knapp neben mir. Was war ein Sniper? Die hängen die ganze Zeit hier oben ab und kriegen schon die ganze Zeit einen auf die Mütze. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Komm, stell ihn auf, mein Freund. Genau. Schade, hast du jetzt kein Kit hier liegen? Ich dachte, ich wollte ein Kit haben für den Panzer da unten. Sniper schießt. Ja, da oben. Irgendwoher, da kommt ein Jeep. Lösungsstrategie? Ich auch nicht mehr. Suppressed und alles. Hab ihn. Gut. Rechts war noch ein Sniper oben am Hügel. Von links kam ein Sniper-Schuss eben. Und Panzer ist unten bei B. Ich glaube, das dürfte jetzt alles einschließen, was ich gesehen habe. Der Tank wird beharkt. Ist der disabled? Nein, noch nicht. Nee, dann nicht. Hab ich gesehen. Schon mal einnehmen den Scheiß hier. Sniper oben, markiert. Richtung Hügel, da. Halt still. Ach, das ist der schon wieder. Der Typ ist hier, ist einer. Hit. Hab ihn. Ja, das Geländer. Kommt ein Jeep. Hab ihn. Ich hätte irgendwo falsch gehört, aber auch. Nein. Gut, sofort den Typen erschossen haben, hab ich falsch gehört. Also eben war ein Sniper hier oben. Es könnte natürlich sein, dass er weg ist, aber. Da schießt doch schon wieder irgendwas da oben. Ich hätte auch gerade wieder oben eine Mörderspur gesehen. Woher? Panzer oben? Ach, AA, gar kein Panzer. Was liegt denn hier in der Mine? Ja, da oben, hier. Oben auf dem Kamm, weil da oben habe ich auf dem Kamm eine Mine auch liegen sehen. Ach, da hinten hier, bist du. Guck mal hier, wo ich stehe, liegt eine Mine. Ja, kann ja schon mal passieren, dass da ein Panzer herfährt. Hallo? Ist doch Hauptroute. Das geht gar nicht. eben lag eine Mine oben in der Nähe von einer Antenne, aber zwischen den Felsen da. Also, da fällt ja auch kein Panzer durch oder so. Auch kein Jeep. Ich geh mal Richtung Echo. Da kommt ein Heli.
Und einen falschen Typ. Panzer kommt aus der Base, Vorsicht. Hinter mir. Ich hab den falschen Typ angeschossen. Ach, verdammt. Will Assist. Bleib mal gerade hier, ja, der, der Panzer, der kommt doch immer näher bei dir. Ja. Ich bleib mal kurz in Deckung und hoffe, dass er gleich mal weg ist. Fallschirm wieder. Hit. Hab. Nee. Na! Ach nee. Was hast du? Ich muss den Bruder in der Aufnahme angucken. Ich hab den falschen Typen einmal angeschossen. Und als ich ihn zweites Mal geschossen habe, hat Blut gespritzt. Aber ich hab keinen Treffer gekriegt. Ah, das ist ärgerlich. Bei B sind Tote. Ja, ich weiß, ich treffe die nicht, weil sie sich so hin und her bewegen. Bei B habe ich noch einen. Hab einen oben drauf bei E. Ich bin wie immer mittendrin schon dabei. Ja, ich bleib gerade hier stehen, um sozusagen flexibel reagieren zu können, falls mal wer zu W kommt oder falls er zu A fährt, fliegt, wie auch immer. Und zu D ist es auch nicht weit. Wir sind den Quarterback hier. Da kommt ein Panzer aus deren Base. Ich kann noch nicht markieren. Ich kann nicht markieren. Typ war doch in der Nähe vom Pantank gewesen. Alter, bist eingestiegen gerade. Der ZF kommt auf mich. Glaube ich. Ah, hab mich vergessen. Aber der. Oh, der Hiver kommt. Hä? Ich konnte meine Magnum nicht ziehen. Ich hab gedrückt, aber es ist nichts passiert. Das habe ich auch schon mal gehabt. Aber das Leben gekostet, ich hätte ihn eigentlich locker haben können. Oben ist wieder was. Das sind Nulpen. Ach, krieg doch weiter. Komm noch einen. Hinten nochmal. Ja, hab noch. Ah, den hab ich gerade auch noch ein bisschen gehabt. Sniper oben. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und wenn euch geschehen, ein Abo. Und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich wünsche euch viel Spaß bei Battlefield. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.